Aloha, and welcome back to Fractured Veil. Damit willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Grisha und heute zocken wir Fractured Veil. Ich habe mal wieder einen Early Access Key vom Entwickler bekommen und wir gucken uns dieses postapokalyptische Sandbox-Survival-Spiel mal richtig an. PvP werden wir hier eher nicht erleben, weil das halt ein sehr unbekanntes Indie-Spiel ist, was kaum von jemandem gespielt wird. Aber wir gucken uns den PvE-Teil an und dazu natürlich erstmal den Trailer. Und danach starten wir auch mal direkt in das Gameplay. So, wir haben hier eine Safe Zone. Wir können Discover Your Surroundings. Aha. Direkt eine Quest angenommen. Oh Gott, was ist das denn? Das ist die Animation zum Hinsetzen? Aha. Ja, wir können hier auch rennen. Man dasht hier gefühlt nach vorne. Use your pen, press 0 to hit trees. Cannot equip that item in a safe zone. Aber jetzt kann ich es equippen. Aha. Okay. Ah ne, mit F. Okay, da sind ja Sträucher sozusagen und bei Bäumen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Geräusch sein soll. Ich krieg sogar Holz. Okay, das wird mir bloß nirgendwo angezeigt, außer bei dem Quest. Ah ne, doch, rechts unten. Ich hab's nicht gesehen. Sehr wild auf jeden Fall. Wo kommt diese Musik her? Ich bin so verwirrt. Es gibt hier PvE und PvP-Server. Beziehungsweise PvE... Ne, wie heißt das? PvE-VP, so. Also das heißt, dass du halt PvE und PvP hast auf einem Server. Aber wie schon gesagt, das Spiel wird halt von kaum jemandem gespielt. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass wir niemanden jetzt treffen. Aha, jetzt müssen wir das gleiche machen, bloß mit Steinen. Gut, dann machen wir das mal. Hä? Das rechte Maustaste. Aha. Warum auch immer müssen wir das jetzt mit der rechten Maustaste machen, anstatt mit der linken. Aber gut. Das macht ja theoretisch keinen Unterschied. Also ich baue halt pro Schlag gerade mal 2 oder 3 Steine ab. Nee, 2. Nee, manchmal sogar 1. Wow. Okay. Aha. Also man hat ja anscheinend auch sowas wie eine Ausdauer. Ich denke mal, das ist das gelbe Ding hier. Was man so halbwegs sieht, wenn ich vielleicht hier auf den Boden gucke. Nee, wenn ich hier, da genau. Links neben meinem Cursor sozusagen, beziehungsweise neben meinem Fadenkreuz, ist, denke ich mal, das Leben. Und rechts daneben ist meine Ausdauer. Die irgendwann runtergeht. Beziehungsweise sobald wie möglich runtergeht, wenn ich halt irgendwas mache. Mhm. Aber mir ist, ich weiß nicht, also ich wundere mich halt immer, warum Entwickler das sowas überhaupt machen. Also warum die, gerade Indie-Entwickler, warum die, also wirklich sehr, sehr kleine Indie-Entwickler, die halt gar kein Marketing-Budget haben, warum die überhaupt halt PvP-Spiele machen. Da habe ich jetzt diese ganzen Gegenstände, sind das
Ach nee, das sind. Okay, ich dachte schon, das ist hier. Die Steinaxt. Okay. Zwei Steinaxt, ne? Genau. So, hier können wir die Quest abgeben. Craft the Stone Pick. Ach so, jetzt müssen wir. Wir haben hier eine Steinaxt gemacht und jetzt müssen wir eine Spitzhacke machen. Ich habe auch geguckt, das Spiel gibt es zurzeit in der Early Access nicht in Deutsch. Also Fractured Veil. Deswegen, ja, spielen wir das jetzt auf Englisch. Weil normalerweise spiele ich ja die Spiele auf Deutsch. Einfach nur, weil es, ja, weil es vielleicht für die meisten von euch entweder einfacher ist oder halt, ja, die meisten halt in Deutsch gewohnt sind. Wenn ich schon einen deutschen Channel habe, dann kann ich auch die Spiele auch auf Deutsch spielen. Obwohl ich da nicht so ein Fan davon bin, weil die Übersetzungen manchmal schlecht sind. So, okay, wir haben den Quest auch. Turn in. Jetzt müssen wir ein Use some wood first to craft a torch. Aha, okay. So, was haben wir hier? Genau, deswegen spielen wir halt das Spiel auf Englisch, aber sollte ja nicht so ein Problem sein, weil Survival-Spielen ist ja jetzt nicht so viele Begriffe, die man halt nicht kennt. Würde ich jetzt mal behaupten. Okay, wir müssen Fiber sammeln und Mutanten theoretisch töten. Wenn wir die überhaupt irgendwie finden. Doch die E-Animation ist so. Also wenn man Third Person anguckt, ist das okay, aber wenn man First Person anguckt, sieht das so aus, als ob der Charakter so über den Boden schwebt, habe ich das Gefühl. So, ja, wir sammeln hier einfach ein paar Sträucher ein. Wir haben eh schon genug. Was ist das? Okay. Eine Fackel. Craft Twine. Okay. So. Twine ist ja sozusagen. Wo ist das denn? Fiber. Hier ist Twine. Genau. Einfach sozusagen Seil. Wie viel brauchen wir? 50. Okay. So. Dann machen wir 5 Stück. Beziehungsweise, ich denke mal, der wird ja nicht nur ein herstellen, ne? Ja, genau, aber der wird direkt 10 herstellen. Was auch mal Rei ist, müssen wir dann gleich gucken. Wir haben auf jeden Fall Schwefel, wir haben Stoff und Steine und was auch mal Rei, wie gesagt, ist, keine Ahnung. So, dann haben wir das fertig. So, jetzt müssen wir uns einen Bogen machen direkt. Da brauchen wir mehr Holz. Da bauen wir ein bisschen Holz ab. Mich gerade wundert, warte mal, was ist, wenn ich Rechtsklick mache darauf? Baut er dann mehr Holz ab? Naja, das ist also anscheinend ist das Rechtsklick wirklich nur für Steine gemacht. Geräusche sind so weird. Und ich verstehe das mit der Musik nicht. Also absolut nicht. Weil meine Axt sozusagen gleichzeitig ein Musikinstrument ist oder was? Weil das sieht ja auch so komisch aus, irgendwie mit Federn oder sowas. Naja, gucken wir mal. So, ich würde sagen, das reicht. Dann haben wir hier den Bogen gleich. Ist. Ach so, okay. Bogen wird ja sowieso automatisch hergestellt, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Das heißt, wir müssen ja nicht in dem Menü bleiben. Warte mal, können wir suchen? Ah ja, komm, stimmt, wir können einfach auf die Suche gehen. Wir brauchen Stoff, warum auch immer Stoff fast wie Metall aussieht. Und wir brauchen 20 Leinen sozusagen. So, das heißt. Genau, wir können ja zwei von denen herstellen. Ich weiß nicht, warum man nicht. Achso, wir haben nicht mehr genug, deswegen kann ich das nur klicken. Das heißt, wir brauchen Leinen und wir brauchen Stoff. Ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt Stoff herbekommen habe. Wie mache ich denn Stoff? Ne, das ist eine Bandage. Und Stoff, achso, Stoff mache ich auch aus Leinen. Okay, macht Sinn. So, dann sammeln wir hier mal die ganzen kleinen Bäumchen ein.
Ach so, also man hat auch, aha, man hat so ähnlich wie in einem MMO Harvesting Skills. Das heißt, man hat halt, je mehr man von der Sache zum Beispiel abbaut, desto, ja, desto fortgeschrittener ist sozusagen der Skill, den man hat. Also steht ja hier unten da, plus 1 Harvesting Skill. Das heißt, ich kann dann vielleicht für bestimmte Kräuter oder so, muss man dann halt vielleicht einen höheren Harvesting Skill haben. So. Jetzt gehen wir mal zu Craft. Gehen wir mal Backpack. Ah ne, stimmt. Ich muss ja noch. Stellen wir hier einmal das her. Und dann brauchen wir noch. Wie viel haben wir gebraucht? Achso, das stellt 2 her. Das heißt, ich brauche insgesamt noch. Ja, okay, ne, 2 reicht ja. So, und dann brauche ich ja noch. Wie viel haben wir da gebraucht bei dem Backpack? Ich brauche noch 10. Okay, also nur einmal herstellen. So. Müssten wir auch schon genug haben, um die Tasche herzustellen. Wir können uns auch schon Feuer machen. Wir können uns. Ja, wir können uns eigentlich schon ziemlich viele Sachen machen. Ich muss jetzt nur mal gucken, wo ist eigentlich der Bogen? Ah, da mit 7 kann ich den benutzen. Funktioniert das? Ah ja, okay. Rechtsklick gedrückt halten und. Aha, bloß habe ich kein Fadenkreuz mehr, weil ich Rechtsklick gedrückt halte. Das ist natürlich auch. Ich meine, okay, theoretisch müsste er da landen, wo mein. Okay, also der landet da, wo die Bogenspitze ist. Und man kann Pfeile auch wieder aufheben, das ist auch gut zu wissen. So, dann haben wir schon mal die Tasche. Und wie können wir das mit der Tasche machen? Wir müssen die bestimmt irgendwie anziehen, ne? Gehe ich mal davon aus. Genau. So, wir ziehen uns die an und jetzt haben wir einen größeren Inventarslot natürlich. Find Coconuts from Coconut Trees, consumed and received Coconut Shells. Use those to craft your own Coconut Canteen, which stores water for you. Aha. Da, das sieht doch nach einem danach aus. Da können wir, ich will mal zum Spaß ausprobieren. Können wir die abschießen? Wäre witzig. Okay, ich habe nicht getroffen jetzt. Nee, okay, der trifft gar nicht. Wenn das macht. War anscheinend nur ein normaler. Ah ja, okay, man kriegt auch direkt eine Kokosnuss. Okay, nice. Ja, ich habe das einfach mit einem normalen Baum verwechselt. Also, Kokosnussbaum sieht anscheinend so aus. Aber na gut, haben wir den richtigen hier gefunden. Ich würde sagen, wir bauen, bis wir komplett ermüdet sind, bauen wir mal kurz ab, sobald er nicht mehr zuschlägt. Genau, und jetzt können wir uns jetzt schon mal hier brauchen wir 2 Kokosnüsse und 10 von diesen Leinen. So, aber ich verstehe nicht, warum steht da 0 von 2? So, wir müssen aus der Kokosnuss noch irgendwas machen. Vielleicht müssen wir die kaputt machen oder halt, ja, gucken wir mal gleich. Gott, dauert das ewig. So, wir machen mal, guck mal hier. Coconut Milk, Coconut Canteen. Da brauchen wir. Wir müssen sozusagen die Schale. Wir brauchen nur die Kokosnussschale. Wie machen wir das denn? Dann ist bei dem Quest da. Ah, okay. Wir müssen die trinken sozusagen. Wir müssen die austrinken. Dann kriegen wir daraus die Schale. So. Eine sehr komische Animation auf jeden Fall. Sehr gut. Jetzt haben wir die Schale. Und jetzt können wir uns so einen Becher sozusagen machen. Sehr gut. Da haben wir das.
Travel to, was steht da? Travel to Forkhorn in Grid Region to buy jeans from the clothing vendor. Aha. Forkhorn in Grid Region. Ach so, Grid Region H11, da. Genau, so, ich bin hier I11 und das ist H11. Heißt hier, da ist der Typ, da, Forkhorn Greeter. Heißt, wir müssen jetzt einfach nach Südwesten, theoretisch. Gucken wir mal, ob hier was angezeigt wird. Ungefähr südwestlich. Also eigentlich habe ich eingestellt bei der Quest, dass auf der Karte angezeigt werden soll. Aber irgendwie macht er das nicht so wirklich. Das denn? Aha. Einfach eine Fackel, die an ist. Ja, warte mal, ich kann ja schon mal. Gott. Ich höre gerade was. Kann das sein, dass hier. Ist das da drüben ein Mutant? Also hier sind, glaube ich, auch welche. Oh ja, hier sind ganz schön viele Mutanten. Verfolgt mich einer? Nee. Okay, also zwei, drei Pfeile reichen. Das sieht aber nicht wie ein Mutant aus. Das sieht wie ein richtiger Spieler aus, fast. So. Wir nehmen das mal hier alles. Oh, scheiße. Oha. Okay, jetzt greifen wir. Ne, doch, das ist auch ein Mutant. Bloß, das sieht einfach anders aus. Hier sind aber ganz schön viele, die mich angreifen. Aua. Könnt ihr mal chillen, bitte? Warum kommen die denn jetzt hier mit 10 Leuten oder so an? Ja. Oh nein, da ist eine Box, Alter. Ach du Scheiße. Du bist tot. Boah, ich muss laufen. Okay. Gut, kann ich mich mit irgendwas. Ach super, ahaha. Ich blute zu Tode anscheinend. Kann ich irgendwas fressen? Anscheinend nicht. Aha. Jetzt steht da, wie lange ich überlebt habe. Es steht da, wie lange ich gelaufen bin. 127 Meter gerade mal. Jetzt spawne ich sozusagen von neu. Ich habe jetzt natürlich alles wieder verloren, gehe ich mal von aus. Ja. Was ich eingesammelt habe. Und es besser hergestellt habe. Ja, gut. Das war jetzt nicht gerade gut. Aber hier sieht man ja meine Leiche. Das heißt, ich könnte wieder zur Leiche rennen. Und das aufsammeln.